Hallo und willkommen zu meinem versprochenen Video, und zwar der Roomtour. Heute wird es eine Raumführung geben durch mein neues Schminkzimmer und ich zeige euch so, was jetzt hier so neu dazugekommen ist und dass ihr einfach euch, auch wenn ich ein Video drehe, vorstellen könnt, wo ich denn gerade auch überhaupt sitze. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich drehe jetzt die Roomtour. Ich muss dazu sagen, ich bin ein kleiner Chaot, also wenn es nicht perfekt ordentlich aussieht, dann verzeiht es mir bitte, aber ich bin halt einfach nicht der ordentlichste Mensch und das akzeptiere ich an mir selber auch. Also ich muss es auch nicht super ordentlich haben, nur dass ihr es wisst, ja. Und jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und dann würde ich sagen, fangen wir auch mal an und ich zeige euch erstmal meine Tür. So, das ist meine Tür, wo ich eben reinkomme und ja, dann stehe ich einfach hier und das Erste, würde ich sagen, was wir abarbeiten, ist mein Schminktisch. So, und das würde dann im Endeffekt so aussehen. Ihr habt wieder die Tür hier, hier kommt ihr rein und dann habe ich hier auf der gesamten linken Wandseite eigentlich Schminktische, genau. Da habe ich einmal meinen Ikea-Tisch, der mir natürlich mein Schatz zu Weihnachten geschenkt hat. Weihnachten? Ja, Weihnachten war es. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich liebe den auch über alles. Und der war mir aber irgendwann einfach zu wenig. Also ich habe mehr Platz gebraucht und da haben wir einfach eine Tischplatte genommen. Also so eine Küchenplatte. Und haben die eben ausgemessen, wie das halt zu dem Schminktisch, also zu dem Ikea-Tisch passt. Und haben das dann an die Wand so gesagt gebohrt. Und genau, ich zeige es euch jetzt nochmal von näherem. Tisch. Und jetzt seht ihr hier mein. Yay! Ja, YouTuber halt, ne? Oben hui, unten pui, ja. Genau. Ist das doch egal. Auf jeden Fall, das ist eben, wie gesagt, mein Schminktisch von Ikea. Und so ist es dann eben einfach wie immer eigentlich aufgebaut. Ich habe das jetzt so aufgeteilt, dass der Schminktisch vom Ikea nur meine Augenprodukte sind. Das heißt, hier schminke ich eigentlich meine Augen-Make-ups. Und der andere Schminktisch ist dann so gesagt nur fürs Gesicht zuständig. Den zeige ich euch jetzt auch mal. Und dem Schminktisch im Endeffekt seht ihr in letzter Zeit am häufigsten von mir, weil ich hier gerne drehe, weil ich einfach die Kulisse sehr schön finde mit der Orchidee mit hinten dran und so. Deswegen filme ich da immer. Und das ist eben, wie gesagt, direkt neben dem Ikea-Schminktisch. Und habe mir hier noch einen Spiegel hingemacht, dass ich hier, wie gesagt, auch mein Gesicht schminken kann. Weil die Gesichtsprodukte sind ja alle hier auf diesem Tisch hier verteilt. Und ich habe auch immer noch mein Regal, das mir mein Freund vom Internet, Amazon oder so bestellt hat. Das ist so ein Nagellack-Display. Und da habe ich eben, wie ihr wisst, ja meine ganzen Blushes und so drin. Und so. Ne? Da habe ich so meine ganzen Highlighter, Blushes und sowas drin. Und das ist das. Wie gesagt, das Ende des Schminktisches. Da habe ich übrigens auch so einen ausziehbaren Spiegel. Genau. Wo ich eben dann besser nochmal gucken kann, ob das passt mit Make-up und so weiter. Und dann ist hier hinten auch mein Spiegel, den ihr. Also mein Ganzkörperspiegel, den brauche ich einfach, um zu gucken, ob das Outfit jetzt passt und so. Und dann geht es daneben dran, so gesagt, weiter mit meinem großen Regal, das ihr ja auch schon von meinem alten Schminkzimmer kennt. Das große weiße, und da gucken wir jetzt auch mal, wie das von weit weg wirkt. Das ist immer ganz schwierig, das komplett aufs Bild zu kriegen. Auf jeden Fall habe ich hier ganz normal wieder meine Sachen drinstehen. Parfums, Bodylotion, Haarsachen, Haaröle, Sprays und so weiter. Das stehen hier drüben. Und habe das so einfach ganz normal wieder aufgeteilt. Und da erkennt ihr auch schon meine Kommode, die ich so gesagt vor, in meinem vorherigen Schminkzimmer hatte ich die neben meinem Ikea-Tisch stehen. Und da sind halt ganz chaotisch viele tolle Dinge drin. Wie Sachen, die ich nicht so häufig benutze. Backups sind da drin, Oberteile, Unterwäsche und sowas. Deswegen werde ich euch da jetzt nicht zeigen, was da alles so drin ist. Hier so Haargummis und Haarklammern. Und hier sind so ganz viel Krustelzeug drin. Ja, was ich nicht weiß, wo ich das hinstellen soll. Und da hinten ist die Blume von der Mutter, von meinem Freund. Das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Fenster. So.
Dann könnt ihr erkennen, dass es ein Fenster ist und wie groß das ungefähr ist. Da steht auch meine Glückskatze. Mein Laptop drauf aus diesem Tischchen. Das Tischchen ist übrigens auch von Ikea. Hier unten ist Chaos, wie immer. Und hinten habe ich meine schwarzen Barhocker, eben für meine Schwester und so. Und ja, genau, das ist das jetzt. Und dann kommt eigentlich so gesagt das Tollste vom ganzen Schminkzimmer. Und das ist meine riesen Klamottenwand, vor der ich jetzt am Anfang so gesagt schon stand. Hier ist schon mal der Anfang meiner Klamottenstangenreihe. Und zwar habe ich da oben ein Regal von Ikea, da sind meine Hosen und Leggings und so drauf. Unten drunter fängt schon die erste Kleiderstange an mit Schals. Und dann geht's weiter. Übrigens, mein Kronleuchter ist auch da. Ja, ich habe so gesagt zwei Etagen. Und ich habe jetzt noch nicht unbedingt so sortiert, was ich wo haben will. Aber wie gesagt, es sind zwei Etagen mit Kleiderständern, auch alles von Ikea. Und ja, ist einfach besser als meine vorherigen Kleiderständer, die ich so rumschieben konnte, weil die immer auseinandergefallen sind. Aber das ist jetzt das und ja, ich kann euch ja schon mal sagen, was ich am liebsten trage. Und zwar trage ich am liebsten eigentlich meine Arbeitskleidung. Nein, Quatsch, das ist meine Arbeitskleidung. Die trage ich natürlich immer auf der Arbeit, ist verständlich. Die trage ich super gerne, ist auch wirklich super schick und so. Wenn ihr auch mal so einen Kleiderschrank-Tag haben wollt, schreibt mir das auch gerne mal unten in die Kommentare. Aber ihr müsst halt sehen, ich habe nicht unbedingt so viel Klamotten. Also, ja, man sieht jetzt, oder denkt jetzt, ich habe viel Klamotten, aber ich habe noch sehr viele Klamotten, die ich schon 6 Jahre habe. Und das war es jetzt so gesagt von meinem Schminkzimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch so ein bisschen mein Schminkzimmer einfach zeigen, wie das so aussieht. Und ich hoffe, ihr konntet es jetzt gut erkennen, wo was alles ist. Und ich hoffe natürlich, dass mein Schminkzimmer euch gefällt. Und ja, ich habe hier übrigens ja auch noch die Wand da oben, aber ich habe jetzt nichts zum Runterziehen. Ich habe normalerweise noch so einen Hocker, wo ich draufsteige, um die runterzuziehen. Das ist dann so gesagt direkt vor dem Fenster, wo ich auch gerade stehe. Da kann ich dann so eine Wand runterziehen, so eine Leinwand. Und da mache ich meine Videos immer hinter diesem weißen Hintergrund. Und wie gesagt, ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen und euch gefällt, wie gesagt, mein Schminkzimmer. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!